Drück auf Abo hier für die Rolli und den AMG. Plus eins in den Chat. Wer wurde schon beim Wichsen erwischt? Komm, Jungs. Seid ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich glaube, in meinem Leben wurde ich, glaube ich, dreimal erwischt oder so. Ja. Ultra unangenehm, Bruder. Ultra unangenehm. An die plus eins, die reingeschrieben haben, ne? Seid mir ehrlich, Jungs. Schreibt mal eure Story rein. Aber so in kurz. Wie wurdet ihr, was ist passiert? Einfach in ganz kurz. Kopfhörer, Mutter nicht gehört, Mom kam rein. Gewichst, Mutter auf der Treppe gehört, Porn pausiert, Hose an, sie war weiter geguckt, Porn nicht geschlossen. Kenn ich. Okay, pass auf, andere Frage. Ist ja egal, wie ihr erwischt worden seid. Wie hat eure Mutter reagiert? Schreibt mal rein. Ist wieder raus mit großen Augen. Ohne was zu sagen. Also ohne, hat die nichts gesagt oder so? Mutter dachte mich auch. Sehr überrascht. Eltern waren, Mom kam rein, schnell eingepackt. Sie hat gesehen, aber zur Seite war offen. Alles vergessen zu schließen, ohne was zu sagen, raus. Sie hat sich aufgeregt, dass ich mir so eine Scheiße anschaue. Ihr war es unangenehm. Sie ist raus und hat dann nicht drüber gerochen, okay. Nicht drüber gesprochen. Meine Mutter hat ach so gesagt, das hat sich natürlich rausgegangen. Also ich bin ganz ehrlich, Jungs. Ich bin ganz ehrlich. Ich würde es weniger schlimm finden. Also ich habe keinen richtigen Vater gehabt, ne? Ich habe nur Stiefvater. Aber wenn ich einen richtigen Vater gehabt hätte, ich glaube, ich würde es weniger schlimm finden, wenn mein richtiger Vater reinkommt. Da wäre das so, oh shit. Aber dann wäre es unter Männern so. Da würde der wahrscheinlich sagen, ah, Bruder, verstehe ich voll. Aber ich finde, Mom ist schon echt voll unangenehm. Hier, ich kann euch eine Real Talk Story aus meinem Leben erzählen, Jungs. Das war meine erste, ich war mit meiner ersten richtigen Freundin zusammen. Es war so wirklich meine erste richtige Beziehung. Und es war Sommer. Wir hatten so ein Flachdach. Wir hatten Dachgeschosswohnung. Dachgeschosswohnung, ganz oben. Jungs, es war eine Bullenhitze. Es war unerträglich. Vor allem in meinem Zimmer. Im Wohnzimmer und so ging es, aber in meinem Zimmer war es so heiß. Es war unerträglich. Es war so heiß, das müsst ihr euch überlegen. Es war so heiß. An einem Abend lag ich komplett nackt, ohne Decke, einfach nur im Bett, Digga. Und hab den Ventilator auf mich gelegt, volle Power, der war direkt auf mir. Er war so, es war so ein Stück und es kam keine kalte Luft. War einfach nur so warm, aber minimal kühler als, also es hat nichts gebracht. War einfach nur Luft. Meine Mom und ihr damaliger Freund waren nicht zu Hause. Ich war mit meiner Ex-Freundin alleine. Es war so heiß, dass ich meine Matratze vom Bett einfach auf den Boden gelegt habe. Ich habe die einfach auf den Boden gelegt, weil wir konnten nicht im Bett liegen. Ich wollte einfach nur eine Matratze in die Mitte des Zimmers stellen, weil unten ist es ja kühler am Boden als auf dem Bett. Ein auf den. So, und meine Mom so, yo, ich bin von Freitag bis Sonntag bin ich weg. Ich so, okay, entspannt. Yo, Ex-Freundin, kommst du mir nach Hause von Freitag bis Sonntag? Die so, okay, yo, mach ich. Es war Samstag gewesen. Samstag Mittag. Bullenhitze, Bruder. Bullenhitze. Und ich zu ihr so, ey, lass voll entspannt machen. Also am Freitagabend habe ich schon, meinte ich zu ihr, lass voll entspannt was machen. Und dann habe ich den Fernseher aus dem Wohnzimmer, den richtig großen Fernseher, habe ich in mein Zimmer getragen, weil mein Fernseher war so groß, aber der vom Wohnzimmer war schon enorm größer und ich wollte einfach so ein geiles Netflix and Chill-Feeling hinbekommen. Und dafür habe ich dann einfach den ganz großen Fernseher, habe ich dann ins Zimmer gestellt. So. Und es war so mittags gewesen, wir lagen so im Bett, war so Bullenhitze, Digga. Wir lagen komplett nackt im Bett, weil es voll heiß war. Die Klamotten und auch die Bettdecke war am anderen Ende im Zimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, das Zimmer ist so ein Rechteck. Also keine Werbung für Louboutin, Digga. Das Zimmer ist ein Rechteck. Sagen wir mal so, hier war der Fernseher. Ganz hier hinten war die Matratze, wo wir lagen. Unsere Klamotten und die Bettdecke lag hier beim Fernseher auch ganz hinten. Und hier ist die Zimmertür, okay? Könnt ihr euch vorstellen, Jungs. Hier ist die Zimmertür hier oben. Hier ist der Fernseher gewesen. Dann ganz lange nichts. Bettmatratze, hier haben wir gechillt. Wir waren komplett nackt, Bruder. Komplett. Ja, bisschen dies, bisschen das, du weißt Bescheid. Und ich lag so komplett nackt, Digga, so ein auf dem, so lag ich da. Und meine Ex-Freundin damals, ne, hat sich mit ihrem Mund um mich gekümmert, möchte ich mal sagen. Auf Ehrenfrau-Basis. Auch komplett nackt, ne. Und dann geht die Zimmertür auf. Also du musst überlegen, Bruder. Meine Mom hat gesagt, sie kommt erst Sonntag. Sie kommt Samstag. Sie macht die Zimmertüre auf. Und meine Mutter ist eiskalt. Ihr kennt meine Mutter nicht. Die ist einfach, die gibt einen Fick. Die kommt rein. Kevin, wie... Guckt uns an, sieht den Fernseher. Was fällt dir eigentlich ein, den Fernseher vom Wohnzimmer einfach ins Zimmer zu schleppen? Spinnst du eigentlich? Ich mit einer riesen Latte. Meine Ex-Freunde, wir hatten ja auch nichts. Jungs, die Bettdecke war am anderen Ende vom Zimmer. Ihr habt es gerade eben gesehen. Wir konnten auch nicht die Decke über uns machen. Wir konnten nichts machen. Ich war da so... Ich glaube, mein Schwanz irgendwie so war ich da so. Meine Ex-Freundin auch irgendwie so, alles verdeckt. Meine Ex-Freundin so, also Titten so verdeckt und dann so. Und ich so, Mama, geh raus, die ganze Zeit. Ich so, Mama, geh bitte raus, es ist mega unangenehm, geh bitte raus. Und sie so, was fällt dir eigentlich ein, einfach den Fernseher zu nehmen? Den habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt. Du hast einen eigenen Fernseher. Du trägst ihn jetzt sofort von deinem Zimmer wieder ins Wohnzimmer. Und ich so, Mama, geh bitte raus, geh sofort aus meinem Zimmer raus. Das ging ohne Scheiß, ich übertreibe nicht, es ging schon so 2-3 Minuten. Überleg mal, eine normale Mutter wäre nach 5 Sekunden rausgegangen. Das waren legit 2 Minuten. Wirklich, ich übertreibe nicht. Es waren mindestens 2 Minuten, wo sie diskutiert hat. Dann geht sie so raus, voll wütend und nicht immer noch so am Kauern. Und meine Ex-Freundin so,
Das ist gerade nicht passiert. Und ich so, oh mein Gott, wie unangenehm. Und ich sitze hier mit einem riesen, mit einer riesen Natte, Alter. Denk dran, keine Bettdecke. Komplett nackt, ne? Komplett nackt, Digga. Und ich sitze da so, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen, ich kann es einfach nicht fassen. Ich so, und die geht einfach nicht raus. Ich so, meine Mutter, die geht einfach nicht raus. Nicht mit meiner Mom, Bruder. Kommt die wieder rein? Kommt die wieder rein? Sie kommt ernst wieder rein. Tür auf. Also, Kevin, ich fasse es wirklich nicht. Ich habe dir ausdrücklich verboten, den Fernseher vom Wohnzimmer in dein Zimmer zu schleppen. Ich habe es dir ausdrücklich verboten und du machst es trotzdem. Ich so, Mama, kannst du bitte rausgehen? Geh sofort aus meinem Zimmer raus. Wir sind hier nackt. Geh raus. Dann hat es noch gecheckt. Dann ist sie so nach 10, 15 Sekunden wieder raus. Ist sie wieder raus? Ist sie wieder rausgegangen? Und ich denke mir so, ey, da kommt die ernsthaft nochmal rein. Und meine Ex-Freundin und ich, wir haben uns keinen Meter bewegt. Meine Ex-Freundin immer noch so. Immer noch so. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Nicht mit meiner Mutter. Und sie kommt nochmal rein. Sie kommt nochmal rein und sagt so, Kevin, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich so, Mama, geh bitte sofort raus. Wir reden gleich drüber. Geh sofort raus. Hat sie nochmal uns angeguckt. So, und ich sehe, also ich wollte ihr nicht ins Gesicht schauen. Verstehst du? Ich hab sie angeguckt. Und sie hat dann so geschehen, so, okay, wir haben gerade gefickt und wir sind komplett nackt. Ich gehe besser raus. Und ihr müsst bedenken, Freunde. Ihr müsst bedenken, das Schlimmste daran ist, ich lag ja so da. Ich lag so ein auf entspannt. Ihr wisst ja, wie Doggy-Style aussieht, ne? Und meine Ex-Freundin war so Doggy-Style-mäßig bei mir beschäftigt. Das heißt, als meine Mutter rausgekommen, also reingekommen ist, hat sie den Arsch, den nackten Arsch von meiner Ex-Freundin gesehen. Dann sieht man auch die Muschi so. Hat gesehen, wie meine Ex-Freundin mir einen lutscht und wie ich da so lag. Und anstatt dann rauszugehen, wie ein normaler Mensch, ist die wirklich, ich übertreibe nicht, 2 Minuten lang ausgerastet und diskutiert mit mir da, während ich die ganze Zeit sage, Mama, geh raus, geh bitte raus, die ganze Zeit, Digga. Boah, mein Herz pocht doch gerade wieder, weil ich komme wieder in diesen Modus. Also ich fühle, wie ich mich damals gefühlt habe. Bruder, wie alt war ich da? Ich weiß nicht mehr. 16, 17, 18. Ich glaube, ich war so 18, 18, 19. Weiß ich nicht. 16, ja, so 17, 18, 19 war ich da. 17, 18, 19. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Was sagt der Mutter da heute dazu? Wir haben nie darüber geredet. Bruder. Das war maximal unangenehm. Dunkel, dunkel, ja. In meinem Zimmer vergehen Stunden, Stunden, jeden Tag. Blick nur in das Dunkle, Dunkle, denke nach. Jede einzelne Sekunde, Kunde, eine Qual. Alles ist so dunkel, dunkel, ja.